Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft, also eigentlich weiteren Aufnahme, Minecraft Skyblock. Und ja, wir sind immer noch im Singleplayer. Legend habe ich ja schon aufgenommen, nehme vielleicht noch eine Folge auf. Ja, das ohne Fail. Die letzte, das war glaube ich die, nachdem das mit der Tonaufnahme irgendwie gefällt war oder so. Ich glaube, das, ich weiß gar nicht mehr, ist egal. 7.10. Ja, das ist schon ein bisschen her. Das hat es sich alles teilweise so ein bisschen verschoben. Nur Optifine Version ist mir gerade eigentlich Schnuppe. Und ach ja, was ich mir überlegt hatte, die Questtafel würde ich bauen. Also eine Questtafel. So, das machen wir so. So, Moment, nach da, dann haben wir da zwei Weizenkörner. Das Zeug können wir gerade mal hier reinballern. Sehr, das nehmen wir auch mal gerade kurz mit. Ja, da wollte ich doch, glaube ich, auch noch einen Zuckerrohr hinstellen. Also geht auf jeden Fall mal. So, das sind ja noch Möhrchenreif. Dann die ernten wir gleich mal ab. So, das Zeug packen wir dann mal gerade da rein. So, wir wollten ja letztens angeln, aber das ging ja da, glaube ich, nicht so richtig, weil nicht tief genug der Teich. So, die Monsterfalle wollten wir ja auch noch weiterbauen. Und eine Questtafel wollten wir noch bauen. Und irgend so eine kleine Hütte wollte ich eigentlich hier hinstellen. Questtafel, könnte man die machen? Wir haben halt nur zwei Holzsorten, das ist von daher ein bisschen doof. Ach hallo, da hinten sind ja Monster unterwegs, das ist ja schön. So, So, wir haben noch ein paar Kaktussen, Kakteen, jetzt geerntet. So, Kakteen, waren die nicht da drin? Oder hatte ich, ne, hatte ich einfach noch keine? Ich glaube, ich hatte noch keine. So, jo, und ich habe auch schon mir ein paar Themen aufgeschrieben, über die ich mal quatschen könnte. Ach nee, den Zombie, den machen wir morgen früh. Erstmal eine Runde schlafen. Nice. Es ist nicht gut, dass da Monster drin stehen. Ich hoffe mal, die despawnen noch. Naja, woher kommst denn du jetzt? Ach, Moment, nee, halt. Was ist denn da jetzt passiert? Erstens, wieso ist da der eine Schneemann ausgebüxt? Zweitens, warum liegen hier Schneebälle rum? Ich verstehe es nicht. Verdammt. So. Hallo? Ja, okay, da hinten ist der Schneemann. So, haben wir noch irgendwie Bruchsteinmäuerchen? Ja, natürlich haben wir noch welche. Ich würde mal vorschlagen, so
Weil sonst bricht uns der Schneemann vielleicht noch aus. Machen wir einfach da hinten eine Bruchsteinmauer hin. Weil dann kannst du das natürlich nicht. Also das kann, ja klar, das kann man natürlich auch, aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So, machen wir da wieder Karotte hin. Dann kannst du da nicht. Nee, also kommst du auf jeden Fall nicht mehr rüber. Ich weiß nicht, frage ich, was da unten, was der da oben will. So, da hinten, da haben wir auf jeden Fall einen Haufen Schnee. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Das ist irgendwie komisch. So, nee, das war ja. Oder wie war das? So? Oder so? Das ist einfach so. So. Ich weiß es nicht. Naja. So, was ich auf jeden Fall mal sehr gut finde, bald kommt die 1.9 raus. Honeyballs Texture Pack wird auch bald rauskommen. Hat es sowohl in einem Livestream gesagt, als auch im, in einem Video. Also das wird bald rauskommen, also zumindest die 1.8-Version. Und das wird ja ein Community-Projekt und von daher... Ach, hallo, kommst du jetzt auch noch zu mir? Danke. So. Ich glaube, wir brauchen eindeutig eine Plattform für den Schneemann. Da unten ist es irgendwie so trostlos. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, den Schneemann da unten runter, die Schneemänner da unten runterzubringen oder ob die nicht da irgendwie draufgehen oder was. Ich verstehe es nicht so ganz. Auf jeden Fall, ich glaube, du brauchst 24, du brauchst 20 Blöcke oder so. Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Naja, wir bauen jetzt, würde ich mal sagen, erstmal die Questtafel. Auch wenn es sicherlich einige interessante Sachen zu besprechen gäbe. Ach, da ist eine Melone nachgewachsen. Gut, Kürbis wäre mir lieber. Damit ich mir noch ein paar Schneemänner machen kann. Und einen großen, größeren See muss ich auch noch bauen. Ja, hallo? Ja, oder es kann... es kann sein, dass sie sich aus dem durch den Zaun durchgeglitscht haben. Das kann nämlich sein, wenn Entities irgendwie so ein bisschen doof stehen, dann kann es sicher passieren, dass sie hier durchglitschen, wenn man die Welt wieder lädt. Ja. So, was macht man jetzt? Ich bin gerade völlig unentschlossen. Ja, genau, geh ruhig mal da runter. So, hallo? Gehst du mal da rein? Danke. Ja, gut. Schnee mal wieder eingefangen. Alles gut. 9 Minuten vorbei. Nicht so gut.
So, wo platzieren wir am geschickten? Also Kaktus, wir haben schon 5. Ich muss gerade mal gucken, wie das mit Skyblock überhaupt genau ist. Halt. Ach Gott, ich habe hier schon einen Haufen Scheißprogramme. Wie heißt's? Minecraft Wiki. Skyblock. Ach Moment. Hier muss ich auf dem deutschen Wiki gucken. Ja, blöd. Ja, das ist ja mittlerweile. Ja, egal. Ach, das deutsche Minecraft-Wiki sieht gerade lustig aus mit Halloween und so. So, ich würde mal sagen, wir überlegen jetzt mal, wo wir die Questtafel hinstellen. Und ich würde sagen, wir bauen das hier einfach wieder ab. Wir brauchen zwar Kakteen, ich weiß, aber da wird sich zur Not auch noch ein anderer Platz finden. 11 jetzt 11 Kakteen, also 10. Wir brauchen, glaube ich, Kaktusgrün oder sowas. Ey, wir brauchen auf jeden Fall Grün. Wir brauchen Holz. Ich hätte natürlich gerne ein bisschen dunkleres Holz. Also nicht nur Eichenholz, sondern vielleicht Dark Oak oder sowas. Sieht sich ja ganz nice aus. Haben wir überhaupt genug Holz? Wir haben auf jeden Fall mal einiges an Holz. Hätten wir ja Knochen, hätten wir auch ein paar. Also ein bisschen. So, hallo? Das will ich eigentlich nicht. Ich will das da. So. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir machen hier jetzt so ein kleines Muster auf den Boden. Und dann brauchen wir aber hier noch Treppen. So, nehmen wir einfach da die da, machen da ein paar Treppchen draus. Ich brauche zwar nicht so viele Treppen eigentlich, aber machen wir es so. Dann haben wir da die Treppe. Dann geht's hier hoch. Vielleicht könnte man die auch aus Holz machen. Was ich mir jetzt gerade so spontan überlegt habe, wir machen es so, dann nee, nee, das würde ich jetzt auch wieder nicht. Haben wir irgendwo noch eine Axt? So, ach ja, natürlich, wir haben noch eine Steinaxt. Ein bisschen mehr Eisen könnten wir auch gebrauchen. Monster-Spawn-Plattform haben wir ja. Monsterfalle bauen wir noch. Ich weiß nicht, ob eigentlich eine Monsterfalle vorgesehen ist, aber muss halt eine Plattform. Quest ist auf jeden Fall eine Plattform, wo Monster spawnen können. So, wir machen einfach ein Karo-Muster auf den Boden.